Ich möchte mit euch ein paar Gedanken zum Thema Vergänglichkeit teilen. Zunächst einmal hat der Buddha schon gesehen, dass seine Lehre sich im Laufe der Zeit ändern könnte und dass sie der Zeit angepasst werden muss. Und er hat sich deswegen Gedanken gemacht, was sozusagen die unveränderbaren Kernpunkte seiner Lehre sind. Und da hat er uns die drei Dharma-Siegel genannt. Drei Eigenschaften, die eine Lehre immer haben muss, wenn sie eine buddhistische Lehre genannt werden will. Und das sind eben Vergänglichkeit oder Unbeständigkeit, kann man auch sagen. Das sind Nicht-Selbst und Nirvana. Gut, und wir wollen uns heute mit dem Thema Vergänglichkeit beschäftigen. Nun, Vergänglichkeit heißt im Prinzip erst einmal einfach nur, alles ist in ständigem Wandel. Und wenn wir uns so umschauen, wenn wir uns das Wetter anschauen oder die Blumen oder die Bäume oder auch unsere Gesundheit betrachten, dann sehen wir, dass sich ständig etwas ändert. Nichts bleibt gleich. Natürlich gibt es auch Dinge, die sich nicht so schnell ändern und die so, ich sage mal, auf den ersten Blick so aussehen, als ob sie unveränderlich wären, wie vielleicht Berge oder so. Aber wenn wir dann die Wissenschaftler fragen, dann werden die uns sagen, ja, Berge, ja, ändern sich nicht schnell, aber in ein paar hundert Millionen Jahren können sie schon wieder ganz weg sein. Zumindest sehen sie anders aus. Auch unsere Erde, die so den Eindruck der Unvergänglichkeit macht, wird auch nicht ewig sein. Haben wir gerade gehört, dass sie sich etwas langsamer schon dreht und das ist schon ein Zeichen dafür, dass sie sich der Sonne nähert und irgendwann mal in die Sonne fällt. Aber langsam. Ja, und das Gleiche gilt für die Sonne, ne? Auch die Sonne wird nicht ewig existieren. Also im Grunde wissen wir, alles ist in ständigem Wandel, befindet sich in ständigem Wandel. Nichts ist unveränderlich. Es gibt letztlich nichts, an dem man sich wirklich festhalten kann. Ja, und dann stellt man sich die Frage, wo ist überhaupt das Problem mit der Vergänglichkeit? Thay sagt uns immer wieder, dass wir auch die positiven Seiten der Vergänglichkeit sehen sollen. Wenn es keine Vergänglichkeit gäbe, könnte aus der Knospe keine Blüte werden. Wenn es keine Vergänglichkeit gäbe, könnte aus dem Kind kein Erwachsener werden. Wenn es keine Vergänglichkeit gäbe, könnte der Apfel nicht reif werden. Und man könnte diese Reihe lang fortführen. Und doch fällt es uns sehr schwer, mit der Vergänglichkeit klarzukommen. Man könnte es so formulieren, das Problem ist halt, wir haben so unsere Vorstellungen und die Unbeständigkeit macht, was sie will. Also wenn wir gesund sind, dann finden wir die Vergänglichkeit gut und die Unbeständigkeit gut, weil die ermöglicht uns, dass wir gesund werden. Und wenn wir gesund werden, dann wollen wir keine Unbeständigkeit haben, die uns wieder Krankheit bringt. Und genau das Gleiche ist wieder bei der Knospe. Ja, wenn die Knospe da ist und die Vergänglichkeit, die Unbeständigkeit dazu führt, dass sie aufblüht, dann finden wir es gut. Und wenn sie verwelkt, finden wir es nicht so gut. Manchmal lesen wir in der Zeitung, dass die Politik Veränderungen macht, die wir toll finden. Dann sagen wir, wunderbar, die Unbeständigkeit. Und dann hören wir, dass in der Politik sich Veränderungen ergeben, die uns nicht gefallen. Und dann leiden wir unter der Unbeständigkeit. Und ganz besonders schwer fällt es uns, die Unbeständigkeit zu akzeptieren, wenn es um uns selber geht. Wenn es darum geht, dass wir mit jedem Tag älter werden, dass wir krank werden können und dass wir eines Tages sterben werden. Dass wir Menschen verlieren, die uns lieb waren. Ja, und das ist das Problem mit der Vergänglichkeit. Und da fragen wir uns, kann der Buddha oder was bietet der Buddha an Hilfe, damit umzugehen? Ja, und wenn wir uns jetzt Trost erwartet haben,
dann kann ich euch gleich enttäuschen. Der Buddha tröstet nicht, sondern der Buddha fordert von uns viel mehr. Aber schauen wir uns erstmal an, was er sagt. Die wesentliche Lehre vom Buddha in Bezug auf die Vergänglichkeit sind die fünf Vergegenwärtigungen. Das sind fünf Gedanken, die man sich immer vergegenwärtigen sollte, die man nicht aus dem Blick verlieren sollte und die viele Mönche jeden Tag rezitieren. Die erste lautet: Ich bin dem Alter unterworfen, ich kann dem Alter nicht entgehen. Die zweite: Ich bin der Krankheit unterworfen, ich kann der Krankheit nicht entgehen. Die dritte: Ich bin dem Tod unterworfen, ich kann dem Tod nicht entgehen. Die vierte: Alles, was mir angenehm und lieb ist, ist der Veränderung unterworfen. Es gibt keine Möglichkeit, dem Getrenntsein von Liebem zu entgehen. Fünftens: Mein einziger wahrer Besitz sind meine Gedanken, Worte und Taten. Ich kann den Konsequenzen meiner Gedanken, Worte und Taten nicht entgehen. Meine Gedanken, Worte und Taten sind der Boden, auf dem ich stehe. Um zu verstehen, was der Buddha mit dieser Lehre von uns will, möchte ich euch ein Beispiel anbieten. Ein Bild. Ihr habt sicher schon davon gehört, aber es passt sehr gut dazu. Ihr kennt die Geschichte vom halb vollen und vom halb leeren Glas. Also stellt, wobei es nicht auf halb ankommt. Man sagt immer halb. Also stellt euch vor, da ist ein Glas vor euch und da ist etwas drin. Wasser, ist Wasser drin. Aber es ist nicht voll. Das ist wichtig fürs Bild. Es ist nicht voll. Aber auch nicht leer. So. Und jetzt stellt euch dieses Glas vor. Und wir haben verschiedene Arten, dieses Glas anzuschauen. Wir können den Blick richten auf die obere Hälfte des Glases oder den oberen Teil des Glases, den betrachten. Und wenn wir das tun, wenn wir diesen Blickwinkel so einnehmen, dann entstehen Gedanken wie: Schade, dass es nicht voll ist, oder da fehlt ja schon etwas. Hoffentlich wird es nicht noch weniger. Da muss ich was dagegen tun, dass nicht dauernd was verschwindet. Ne? Wir können aber auch den Blick richten auf den unteren Teil im Glas und das betrachten, was drin ist. Und dann kommen Gedanken: Oh, da ist ja etwas drin. Was ist das denn? Was kann ich damit machen? Und beides sind legitime Sichtweisen. Man kann nicht sagen, dass eine Sichtweise falsch ist und die andere richtig ist. Es sind nur zwei verschiedene Perspektiven. Eben, sagen wir, zwei verschiedene Sichtweisen, zwei verschiedene Möglichkeiten, die Dinge zu betrachten. Und in den fünf Vergegenwärtigungen will uns der Buddha praktisch sagen, in den ersten vier Vergegenwärtigungen ganz klar machen, dass es keine Hoffnung gibt, wenn wir den Blick auf die obere Hälfte des Glases richten. Dass das der Weg ist, der uns ins Leid führt. Also es ist eine legitime Sichtweise, man kann nicht sagen, dass sie falsch ist, aber sie ist der Weg ins Leiden. Wenn ich die obere Hälfte anschaue, dann sage ich: Jetzt bin ich schon 56 Jahre alt. Wie viele Jahre werde ich noch haben? Die besten sind schon vorüber. Na, über der Hälfte vom Leben bin ich ja auch schon. Wie soll das nur werden? Als Pflegefall will ich nicht enden. Und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch gut vorstellen. Wenn ich die obere Hälfte anschaue, schaue ich die untere Hälfte an, sage ich: Oh, ich lebe ja. Ich atme. Ich habe noch einen Tag oder mehrere Tage oder keine Ahnung. Und ich kann diese Zeit ja nutzen. Ich kann ja etwas damit machen. Und da will der Buddha uns drauf lenken, das Leben so rum zu betrachten.
Ganz klar, und das ist eben die fünfte Vergegenwärtigung. Nachdem wir erkannt haben, es ist völlig hoffnungslos, sich festzuhalten an ja, dem Leben, der Gesundheit, den Dingen, die man lieb hat. Es ist alles vergänglich. Das ist der Weg des Leidens. Wir sollen es loslassen. Wir müssen es loslassen. Aber loslassen ist ja schwierig. Loslassen ist ja so wie ein Satz mit Nein oder mit Nicht. Wir müssen uns erst das vorstellen, was wir loslassen sollen. Ja? Und das ist ein sehr schwieriger Gedankengang, der eigentlich nicht wirklich funktioniert. Und deswegen sagt uns der Buddha gleich, lass das los und denke was anderes. Denke was anderes. Denk an dein Karma. Karma heißt das auf Sanskrit. Ne? Gedanken, Worte und Taten. Denk an dein Karma, das du erzeugst. Du bist am Leben. Du bist als Mensch geboren. Ist ja auch ein großes Privileg, dass wir als Menschen geboren sind. Wir könnten Ameisen sein, Schnecken oder Legehühner. Aber nein, wir sind Menschen. Und es ist ein großes Geschenk und wir leben. Und wir haben Möglichkeiten. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen. Das soll unsere Beschäftigung sein. Den Blick immer auf das halb volle Glas gerichtet halten. Und wie bei vielen anderen Vorstellungen ist es so, dass jede Vorstellung eine gewisse Gewohnheitsenergie hat. Das heißt, es gibt eine gewisse Energie oder eine gewisse Kraft dahinter, hinter dieser Gewohnheit, das halb volle Glas zu sehen oder das halb leere Glas zu sehen. Und es reicht nicht, es verstanden zu haben, dass es eben nur zum Leiden führt, sich Gedanken zu machen über die Vergänglichkeit, statt das Leben zu genießen. So könnte man es ja auch formulieren, so einfach. Es sind eben Gewohnheiten. Und Gewohnheiten können wir am leichtesten dadurch abschütteln, dass wir sie durch andere ersetzen. Gut, wir haben ja hier beide Gewohnheiten, das halb volle und das halb leere Glas. Und die Praxis ist jetzt die Gewohnheit, das halb volle Glas zu betrachten, einzuüben, ihr Energie zu geben, sie stark zu machen. Je stärker diese Energie ist hinter dieser Gewohnheit, desto mehr werden wir ganz natürlich unser Leben so betrachten und uns lösen können von der Sichtweise auf das halbleere Glas. Und wenn wir unsere Praxis betrachten, dann sehen wir, dass sehr vieles in unserer Praxis darauf ausgerichtet ist, uns zu helfen, diesen Wechsel der Perspektive vorzunehmen. Zum Beispiel, Thay lehrt ja einige Gathas, das sind kurze Verse, die wir uns vorsagen können, bei verschiedenen Gelegenheiten im Laufe des Tages. Und das Gatha fürs Aufwachen lautet, ich wache auf und lächle. 24 neue Stunden liegen vor mir. Ich will jeden Augenblick in Achtsamkeit verbringen und allen Wesen mit Liebe und Mitgefühl begegnen. Und in dem Gatha ist es schon drinnen. Der wichtige Satz, der erste Satz, der uns auffordert, den Blick auf das Halbvoll, eigentlich jeder Satz. Ich wache auf und lächle, ist schon mal positiv, das Annehmen und Sehen, ja, ich lebe. Toll. Immer noch, ne? Ja, damit fängt der Tag schon mal an. Mit der Einsicht, ich lebe. Ja, 24 neue Stunden liegen vor mir. Das heißt, einiges ist da an Zeit, einiges ist zu tun. Und gleich das Positive ausrichten, in dem Fall jetzt auf die Achtsamkeit und Liebe und Mitgefühl. Das ist ein sehr schönes Gatha, was uns eben jeden Morgen wieder diesen Blickwinkel gibt. Wir können ja auch sagen, ja, jetzt bin ich schon wieder einen Tag älter. Ja? Oder stimmt genauso. Aber nein, ein Tag liegt vor mir. Ja, 24 neue Stunden. Oder wenn wir mit Achtsamkeitsglocken praktizieren und hören die Glocke, dann ist das Gatha, horch, horch,
Dieser wundervolle Klang bringt mich zurück zu meinem wahren Selbst. Und ich spüre den Atem. Ja, ich spüre den Atem. Das bedeutet, da ist ja pulsierendes Leben da. Ein, aus, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, das Leben pulsiert in mir. Schön. Was fange ich mit diesem Geschenk an? Ja, das Mindeste ist in Achtsamkeit die nächsten Schritte tun. Und ganz egal, was wir tun den ganzen Tag über, wenn wir das achtsam tun und beim Atem bleiben, richten wir eigentlich genau wieder den Blick auf das halbvolle Glas, nämlich auf den Atem, dem deutlichsten Zeichen, ja, ich lebe, ich bin da. Ganz egal, ob wir gehen oder Staub saugen oder abspülen, wir spüren den Atem, wie er ein- und ausströmt, betrachten das, was wir tun, und wir halten den Blick gerichtet, fest gerichtet auf das Leben. Wir achten darauf, dass unser Geist eben nicht abschweift. Weil wir ja wissen, wie leicht er in negative Gedanken abschweift, wie sich Sorgen machen darüber, ne? Wie es uns morgen geht. Ne? Man kann ja alles sich schlecht reden. Das ist ja das Schlimme mit den Gedanken. Es ist ja ein hochgefährliches, wie sagt man heute, Dual Purpose, sagt man doch, ne? wenn etwas sowohl im Krieg verwendet werden kann, als auch für zivile Zwecke. Ne? Und so, ja, oder ein zweischneidiges Schwert, genau. Ja? Und so ist unser Denken etwas hochgradig Gefährliches. Wir können damit so schöne Gedanken denken. Und gerade in den Gathas zum Beispiel, so, ist klar, wir können das. Aber wir können uns auch damit Sorgen machen. Wir können unsere Ängste fördern. Wir können so viel negative Dinge denken. Und es geht blitzschnell. Ja, ich atme. Wie lange noch? Ja? Oder? Es geht so einfach. Ne? Und deswegen müssen wir aufpassen auf unser Denken, dass wir es eben auf das Positive richten, auf das Leben und darauf, wie wir das Leben nutzen. Und eine Lehre, die in den Ostasien den Menschen eigentlich ganz tief in den Menschen verankert ist und bei uns nicht so gern gehört wird, ist eben die mit dem Verdienst zu sammeln. Aber sie ist nun mal ein Teil des Buddhismus und sie hilft uns auch hierbei. Wir sehen Karma gerne sehr unemotional, aber im Grunde, wenn wir unser Leben gut nutzen und gute Gedanken hegen, freundliche Worte sprechen, liebevolle Worte sprechen, wenn wir gute Taten in der Welt machen, dann sagt man ja, dass wir Verdienste sammeln, also gutes Karma bekommen, und das nennt man auch einfach Verdienste sammeln. Und das ist eine der Lehren des Buddha, die, ich denke, jeder Buddhist, so oberflächlich er auch Buddhist sein mag, jeder Buddhist kennt und die den Leuten wichtig ist. Und auch dieser Gedanke hilft uns natürlich, weil er uns ja wieder auf das Leben hinführt. Das Leben führt, ja, ich lebe, ich kann etwas machen, ich habe verschiedene Möglichkeiten, ich kann es so oder so machen. Ja, und manche Dinge eben schaffen gutes Karma und manche schaffen schlechtes Karma. Und darum geht es, dass ich da mich bemühe, eben gutes Karma zu schaffen. Denn das ist gut für mich und für die Welt. Und da ist ja auch eigentlich kein Unterschied. Wenn wir jetzt also wirklich uns bemühen, in diesem Sinne zu praktizieren und viel achtsam zu sein tagsüber und solche schönen Gathas zu sprechen, indem wir unseren Geist wirklich nutzen, eben positive Gedanken. Vielleicht da noch ein Wort drauf. Es fällt uns manchmal schwer einzusehen, warum Gedanken schon gutes Karma schaffen. Wir Menschen im Westen sind extrem fixiert auf die Wirkung draußen und denken, Wirkung ist nur dann, wenn wir reden oder wenn wir etwas tun. Aber die Gedanken haben natürlich genauso ihre Auswirkung.
Wir verändern damit nicht direkt die Welt, aber doch die Welt. Denn die Gedanken, das ist ja in der Lehre von den vier Arten der Nahrung, hat der Buddha uns darauf hingewiesen. Es gibt ja vier Arten der Nahrung, ihr wisst es ja, die essbare Nahrung, die Sinneseindrücke, die Willenstendenzen und das Bewusstsein. Und mit Bewusstsein ist gemeint, dass jeder Gedanke, den wir denken, Wirkung hat, zunächst einmal auf unser Bewusstsein. Das heißt, mit jedem Gedanken machen wir eine sicherlich kleine Wirkung, aber doch eine Wirkung. Wenn man mal denkt, wie viele Gedanken wir am Tag haben, kann man sich vorstellen, dass die Art des Denkens großen Einfluss hat auf unseren Geist. Das ist halt, wie man sagt, steter Tropfen höhlt den Stein. So werden die Gedanken uns verändern, unser Bewusstsein verändern und sie werden sich eben dann auswirken, zunächst in Worten, in Taten und schließlich im Laufe der Zeit, indem sie unseren Charakter verändern. Auch deswegen ist die Arbeit mit den Gathas sehr wichtig und sehr hilfreich. Und weil wir als nächsten Programmpunkt an unserem Tag der Achtsamkeit noch das Essen haben, möchte ich euch kurz mit euch noch das Gatha vom Essen teilen, was auch ein sehr schönes ist, was wenig praktiziert wird. Wir haben immer die fünf Betrachtungen vor dem Essen, ja, das ist schön und gut, aber es gibt eben auch Gathas für die ersten vier Bissen. Und es ist gut, diesen Augenblick zu nutzen, wenn wir eine neue Tätigkeit beginnen und dieser Tätigkeit gleich die richtige Energie zu geben. Ja? Und dann ist es leichter, später dabei zu bleiben in der Achtsamkeit. Und das Gatha geht so, mit dem ersten Bissen erzeuge ich die Liebe, die Freude schenkt. Ja, also die liebevolle Hinwendung zu allen Wesen mit dem Gedanken, ihnen Freude zu schenken. Mit dem zweiten Bissen erzeuge ich die Liebe, die Leiden lindert. Mit dem dritten Bissen die Freude am Leben zu sein. Und mit dem vierten Bissen erzeuge ich die bedingungslose Liebe zu allen Wesen. Und auch da wieder passen wir auf unseren Geist, Dual Use, ja, zwei verschiedene Verwendungen, und versuchen unseren Geist dazu zu bringen, eben positive Gedanken zu denken und damit positives Karma zu erzeugen. Im Grunde kann man sich das Leben vorstellen wie ein Fluss. Und wir paddeln in einem kleinen Boot auf dem Fluss. Und es gibt so viel zu erleben. Mal paddeln wir durch ein enges Tal, mal geht's über offene Felder, mal geht's durch einen Wald. Grundsätzlich können wir jeden Augenblick genießen. Schwierig wird's nur, wenn wir uns denken, ma, ist das schön, das sollte nicht verschwinden. Ja, wenn wir einfach den Blick genießen, was auch immer das jetzt gerade ist, sagen wir den Wald oder einen schönen Berg. Also wir sehen einen wunderschönen Berg und genießen den Ausblick auf den Berg. Aber der Fluss fließt immer weiter. Wenn wir jetzt sagen, das ist so schön, das sollte nie vergehen. Ja, dann müssen wir gegen den Strom paddeln. Und vielleicht schaffen wir das. Und dann bleibt es ein bisschen länger. Aber es ist verdammt anstrengend. Das ist der Weg des Leidens. Wir müssen uns voll anstrengen, versuchen das zu halten, machen uns Sorgen, wie lange schaffe ich das noch? Und es kostet Kraft und am Schluss müssen wir es doch aufgeben. Wir werden nicht ewig gegen den Strom paddeln können. Und dann verlieren wir es doch. Wir sollten einfach das akzeptieren. Das sind die ersten vier Teile der vier Vergegenwärtigungen. Einfach akzeptieren. Die Dinge kommen und gehen und verändern sich. Auch der Blick verändert sich ständig. Die Dinge kommen und gehen und verändern sich. Und wir haben gewisse Möglichkeiten, die in Einklang sind mit dem Fluss sozusagen oder mit dem Leben. Natürlich können wir links paddeln, wir können rechts paddeln, wir können in der Mitte sein, was immer auch schöner ist.
Und mal ein bisschen, geh mal ein bisschen Gas und dann macht es Spaß, noch ein bisschen schneller zu paddeln. Und mal lassen wir es sein und lassen uns einfach treiben. Und all das können wir genießen und all das ist wunderschön. Und wenn Stromschnellen kommen, weichen wir aus. Und den Blick darauf richten, was unsere Möglichkeiten sind. Was in Einklang ist mit dem Weg. Und die sind da, die Möglichkeiten. Wir haben immer Möglichkeiten. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, was möglich ist und von den möglichen Dingen das auswählen, was uns am liebsten ist, und die Dinge, die Veränderungen einfach sich verändern lassen, dann wird das Leben leicht. Dann paddeln wir einfach munter dahin, so viel wie wir gerade Lust haben, weil wir können ja auch mal schneller oder mal langsamer sein, sind entspannt, dann können wir das mit Freude genießen. Und die Freude wird mit uns sein.